Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Horst. Und wir spielen heute mal wieder ein etwas neues Deck, was ich mir so ausgedacht habe. Und zwar habe ich ja letztens im Stream habe ich gehört, ja, einer von euch wollte mal hier ein C'Thun-Reno-Deck sehen. Und da habe ich mir überlegt, ja komm, basteln wir doch einfach mal den Kuno-Mage. Es ist eine Mischung aus C'Thun-Mage und Reno-Mage. Hat auch ein theoretisch dasselbe Spielprinzip. Wir haben auf jeden Fall drin Kazerkas, wir haben drin Reno, wir haben drin C'Thun, wir haben die ganze C'Thun-Kompanie hier mit dabei, mit C'Thun's Chosen, blabliblub. Haben natürlich auch noch ein paar gute Removal-Spells dabei und wollen über Kazerkas gewinnen, liebe Leute. Das werden wir jetzt einfach mal spielen. Es ist ja gerade auch seit den Reveals ist es ja jetzt schon inzwischen rausgekommen, dass sehr, 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 sehr viele Klaukarten auch im Mage gespielt werden müssen. Was heißt Klaukarten? Karten, die Spells generieren, die nicht in deinem Deck sind. Werden sehr, sehr viele gespielt wahrscheinlich in der neuen Erweiterung. Oh, es funktioniert sogar. Das finde ich ganz gut. Nur ist es wohl ein bisschen zu groß. Wir haben ein bisschen zu viele Karten. Kann man das nicht ein bisschen kleiner machen? Zack, Size. So. Das ist auch noch okay. Dann seht ihr es auch noch gut genug. Perfekt, die packen wir mal weg. Manic Soulcaster. Die Manic Soulcaster Kazerkas Combo ist natürlich sehr, sehr schön, aber wir wollen. Komm, packen wir dich mal weg. Cassie behalten wir mal auf der Hand. Sicherheitshalber, liebe Leute. Sicherheitshalber, ja. Okay, die Frage ist nur, wie schnell burstet uns dieser Schamane weg? Grüße, werter Schamane. Wir müssen halt aufpassen. Es könnte sein, dass er ein aggressives Deck spielt. Dann ist natürlich dieses Deck hier absolut nicht geeignet. Weil gegen aggressive Decks kann man hier nicht so gut ankommen, wie ich finde. Ja, wir schießen ihm Damage, einfach für den Fall, dass wir jetzt im nächsten Zug den Ding hier finden, zufälligerweise. Den Volcanic Potion, dann könnten wir den AOEn. Ah, er spielt auf jeden Fall. Obwohl, das könnte auch eine midrangige Variante sein, hier, wenn ich ehrlich bin. Muss nicht gerade die Su-Variante sein. Aber wir drawen mal ein bisschen, hätte ich gesagt. Ja, da kommt der Elder schon mal, das ist ganz gut. Ich finde es schade, dass der Mage nicht auch Ramp hat. Das finde ich irgendwie cool, so Mana-Ramp oder sowas. Das wäre sehr, sehr lustig, wie ich finde. Aber wir gucken mal, okay, er hat echt alles ready. Das ist ein bisschen uncool, weil wir wahrscheinlich nicht mal auf 7 Mana kommen werden, weil es einfach viel zu schnell jetzt schon wieder geht. Könnten über Kazerkas gehen, wir spielen aber, glaube ich, die Ice Barrier. Einfach um zu überleben. Machen den Turn. Er wird uns hier wahrscheinlich überrennen, wenn wir auf Zug 7 kommen könnten, liebe Leute, kommen könnten. Wäre es möglich, vielleicht noch was zu reißen, ansonsten haben wir wahrscheinlich die Arschkarte gezogen, weil er einfach viel zu schnell ist für unser Deck. Ja, jetzt kommt noch der Jade dazu, mit einer Waffe ist es natürlich nicht so cool, weil wir selbst mit einem Flamestrike einfach die Waffe nicht wegkriegen. Könnte ein wenig knapp werden, wir schauen einfach mal. Doomcaller. Doomcaller. The Doom is the caller of the Welt. Wir spielen ihn hier mal raus. Listen closely. Pingen ihn hier weg. Im nächsten Zug stirbt er dann. Ist aber wahrscheinlich schon zu spät. Er macht uns 8, 10, 12, 13, 15 Schaden. Das ist ein bisschen viel. Okay, er muss nicht mal traden, liebe Leute. Er muss nicht mal rein traden. Es ist ein GG. So schnell kann es gehen, wenn der Gegner den aggressiven Start des Todes hat. Dann kann man da natürlich nichts machen. Besonders Schamane ist ja eh so eine Sache für sich. Aber liebe Leute, macht euch keine Sorgen. Es wird nicht mehr lange so ätzend und nervend zu sein, gegen den Schamanen zu spielen. Aufgrund deswegen, weil der Tunnel Truck einfach rausrotiert. Das heißt dann einfach, well, fuck you, Tunnel Truck. Fuck you. Ich freue mich ganz ehrlich, wenn ich bin jetzt mal ehrlich zu euch, liebe Leute. Ich freue mich tierisch, wirklich tierisch auf das neue Set. Einfach aus dem Grund, weil durch diese Quest Engine so viel neuer, geiler Shit reinkommt. Ich überlege mir schon die ganze Zeit Decks. Also ich habe hier so ein Dokument, liebe Leute, auf meinem Computer. Mein geheimes Dokument hier. Da stehen lauter neue Decks drin, die ich mir basteln will von den Karten mit Ungoro. Ich habe schon einen Hunter. Einen Buff-Hunter, Leute. Der ist sowas von sick. Ich könnte mir vorstellen, dass der wirklich die Meta regieren wird fast schon. Weil es gibt ja diese Karte, die die Hero-Ability zu einem macht deine Ding zu +2/+2 macht. Deine Hero-Ability zu
Er gibt einem Beast plus 2 plus 2. Das synergiert natürlich perfekt, liebe Leute. Perfekt mit den Ratten da, mit dieser Ratte, weil die kommt dann aufs Board. Wenn sie gebufft ist auf der Hand, ist sie vielleicht 3-3 sogar schon. Sagen wir einfach mal, ein Buff ist draufgekommen. Und dann, liebe Leute, dann passiert das, was niemand vermutet hätte bis jetzt. Es kommt einfach so, dann dieses. Die Buff-Karte hier, ihr spielt die Ratte raus, ihr bufft die Ratte und dann geht die Action los, Leute. Dann geht die Action los. Weil sobald ihr diese Ratte gebufft habt, kommen dann verschiedene Sachen so. Von wegen, ja, hier, die ist dann 5-5, sagen wir jetzt einfach mal, weil ihr habt sie ja gebufft und einmal wurde sie auf der Hand gebufft. Und mit einem 5-5er, die sich in 5 kleine Ratten aufsplittet und der Gegner hat kein Removal ready, Leute. Das kann ganz schön ins Auge gehen, kann ich euch sagen. Das kann ganz, ganz schön ins Auge gehen. Wir pingen den hier weg. Einfach, falls er jetzt den 3-Drop spielen will, dass er hier keine Möglichkeit hat, irgendwas zu machen. Wir spielen dann wahrscheinlich. Wir sind halt sehr, sehr Late-Game-lastig, liebe Leute. Muss man ganz klar mal sagen. Das Deck hier ist sehr, sehr Late-Game-lastig. Mal gucken, ob wir gegen den Zoo ankommen. Es kann natürlich sein, dass er uns überrennt, aber ich denke, wir haben eigentlich genug Removal dabei. Oh, das ist gar kein Zoo, sondern einfach nur ein schlecht rausgespielter Reno. Was ich aber jetzt eher weniger, denke ich. Ich tendiere immer noch sehr, sehr stark zum Zoo. Einfach dieses, wie heißt der Dude hier nochmal hier, den Possessed Villager, den spielt man eigentlich nicht im Zoo. Nom, nom, nom. Ach ja, was ich mir auch noch gebastelt habe, ist ein Plant Rogue. Also ein Rogue, der mit den meisten Karten, die halt Pflanzen sind, finde ich mega, mega cool. Es kommt aber halt leider drauf an, liebe Leute, was für Decks wir spielen. Einfach von den Draws, oder besser gesagt von den Picks, die wir schaffen in dem Set zu machen, wenn wir halt die Packs öffnen. Ich meine, wir haben mehr als 70 Packs bis jetzt, liebe Freunde. Mehr als 70 Packs. Da sollte man auf jeden Fall einige Sachen rausziehen können. Auf jeden Fall können wir dann auch noch ein bisschen das hier machen. Okay, unser Gegner scheint AFK zu sein an dieser Stelle. Das nutzen wir natürlich ganz dreist mal aus. Spielen Coin das hier. Wir kriegen einen Poison. Oh, Blast Crystal Poison ist sehr, sehr, sehr gut, falls er irgendwie einen fetten Minion rauskriegt. Das ist eigentlich meiner Meinung nach nochmal eine der krassen Karten hier an der Stelle. Wir gewinnen zwar jetzt ein Matchup, liebe Leute, aber leider nicht so ganz gerechtfertigt, was ich sehr, sehr schade finde. Surrender will ich aber trotzdem nicht, einfach, dass wir die Quest erfüllen können, die ich ja hier gerade vor mir habe. Wir spielen Cthulhu's Dude raus hier, machen Face, er greift ja eh nicht an, von dem her ist es okay. Selbst wenn er angreifen würde, könnten wir hier Frostbolt, Torch und lauter solche Sachen machen. Ist also alles relativ easy, liebe Freunde. Easy. So, tot. Tot die Schnur. Und dann machen wir hier 2 Torch für 4. 4 für 3. Buffen unseren Cthulhu noch ein bisschen nebenher. Das ist ganz gut. Ich finde es schade, dass der Mage eigentlich nur eine Cthulhu-Buff-Karte hat. Ich dachte eigentlich mal, es gibt immer. Jede Klasse hat ein bis zwei. Hat er eigentlich zwei, oder? Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also der Warlock hat auf jeden Fall. Hat er eine oder zwei? Bin mir gerade relativ unsicher, wenn ich ehrlich bin. Ah, das ist unser Reno. Hello, Reno. What's up? What's up? Leafen können wir leider noch nicht. Leider, leider, aber im nächsten Zug können wir ihn einfach tot pingen. Well played, GG, Dankeschön. Dankeschön für diesen guten Morgen. Na, morgen ist es 2:30 in Deutschland. So, GG. Alles klar, dann machen wir jetzt mal hier Ribbity Ripster mit unserem Cthulhu's Dude hier. Zack, well played, easy game. Ja, schade. Schade, dass unser Gegner AFK war. Das war jetzt ein bisschen verschwendete Zeit, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist okay. Wir haben dadurch einen Sieg errungen. Das heißt, wir kommen. Oh, wir haben eine Warlock-Class-Karte gespielt. Was für eine Warlock-Class-Karte haben wir gespielt? Wir haben eine gezogen, aber nicht gespielt. Naja. Gucken wir mal. Ich finde es eh ein bisschen seltsam. Wir haben teilweise so ganz komische Dinge von wegen, ja, du hast die und die Karte gespielt. Habe ich? Okay. Mage gegen Mage, Leute. Mage gegen Mage, Matchup. Okay, Torch. Wir haben einen schönen 2-Drop auf jeden Fall und wir haben den Coin. Missiles will ich jetzt hier erstmal wegpacken.
Obwohl ich mir gerade ernsthaft überlege, noch nebenher, wenn ich gerade die Missiles so sehe, vielleicht Missiles gegen Arcane Blast auszutauschen. Torch ist in Ordnung, Fear Drop ist in Ordnung. Wir können damit auf jeden Fall was machen. Ich habe in diesem Deck, liebe Leute, mit Absicht kein One-Drop drin, außer die Missiles, schrägstrich in den Arcane Blastern eigentlich. Aus dem Grund einfach, weil das Deck soll late-gamig sein. Und durch dieses Late-Game, okay, es ist ein Freeze-Mage. Oder aber ein Ding-Mage. Aber durch dieses Late-Gamige soll es halt einfach so ein bisschen die Oberhand gewinnen. Wir hätten hier an dieser Stelle wahrscheinlich pingen sollen. Das wäre die schlauere Idee gewesen. Das ist aber okay, weil er auch den Ping benutzen muss. Ah, Arcane Intellect. Okay, er benutzt den Ping nicht. Das ist interessant. Ich weiß jetzt nicht, was er spielt. Er spielt wahrscheinlich Cycle. Und Cycle könnte ganz schön ätzend werden. Wir pingen hier, wir hitten da. Wir geben ihm eine Karte, das ist in Ordnung. Solange er unseren Dude, er müsste ihn Frostbolten. Und wenn er Frostboltet, dann kann er schon mal seine Combo nicht ganz rausspielen. Was relativ gut ist für uns. Er müsste dann den zweiten Frostbolt auf jeden Fall. Ah, okay, er spielt eine Torch drauf. Torch. Torch. Okay, wir machen. Zack. C'Thun is my shield. Er kann immer noch Ping Frostbolt machen. Aber das ist in Ordnung. Wir wollen ja rein von der Theorie her, okay, das ist gut, dass er das macht. Rein von der Theorie her wollen wir ja eigentlich nichts anderes erreichen, als, liebe Leute, als dass wir hier ordentlich die Buffs rauskriegen. Okay, jetzt rechnen wir mal ganz kurz. Wir könnten hier einen Potion rauskriegen oder wir rippen ihn weg. Wir rippen ihn weg, liebe Leute. Ich möchte nicht, dass dieser Typ ihm mehr Karten zieht als nötig. Und er hat ihm schon eine Karte zu viel gezogen. Er geht gerade auf 10 Karten, das heißt, er ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein Reno-Deck. Würde ich jetzt einfach so vom Ding hier schätzen. Werden wir aber gleich noch sehen. Es kann natürlich auch sein, dass er ein Ding ist. Okay, Double Secrets. Könnte sein, dass er hier irgendwie ein Counterspell drin hat. Counterspell wäre auf jeden Fall gefährlich. Vaporize? Er hat wirklich eine Ice Barrier. Okay, es könnte doch sein, dass es ein Ding ist. Ein Freeze Mage, liebe Leute. Wie ist es eigentlich? Triggert C'Thun eigentlich durch einen Freeze Mage durch? Mirror Entity? Kein Mirror Entity, das ist gut. Ich glaube nämlich nicht, dass C'Thun durch den Freeze Mage durchtriggert und das könnte sehr, sehr gefährlich werden, liebe Leute. Es könnte sehr, sehr gefährlich werden. Wir müssen uns beeilen, wirklich sein Ding hier zu legen. Ach komm, spiel doch deinen. Ja, spiel deinen Doomsayer raus auf das Board, das ist okay. Wir können ihn Easygoing wegmachen. Und der 2-1er, der ist no problemo, Senor. No problemo, Senor. Arriba. Stirb. Jetzt gucken wir mal, ob das Ganze hier funktioniert. Vielleicht können wir das ganze Board hier rippen. Ja. Ja, easy going. Dann pingen wir hier nämlich noch ihr Face und ja. Passt schon. Passt schon. Der gute Billy. Billy Elf. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie was noch machen können. Natürlich wollen wir auf die Combo von Bran Kazakus spielen. Das ist so mit unserer Win-Kombination. Aber C'Thun ist natürlich auch eine wichtige Sache in diesem Deck. Okay, er hat ein Damage. Ah ne, er hat keinen Damage. Das ist gut. Er will also nur Card Draw hier generieren. Ist es vielleicht ein Copy? Eine Copycat, die er da ready hat? Könnte natürlich sein. Gucken wir einfach mal. Er hat keine Copy ready, das ist okay. 2, 4, 6, 8. Wenn wir Cabalus Tomb spielen, haben wir zu viel. Wir spielen noch den hier raus, dann passt es auf jeden Fall. Und dann spielen wir das hier raus und dann passt es schon. Das passt schon. Okay, wir haben nochmal einen Torch gekriegt. Das ist sehr, sehr gut, noch eine Torch zu kriegen, wie ich finde. Effigy wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, besonders auf einem 4-Drop oder sowas. Blizzard. Ja gut, okay, damit kann ich leben. Es wäre halt nur cool, wenn wir jetzt langsam mal wieder ein paar Minions ziehen. Und klar, das Deck hier baut nicht auf Minions auf. Das ist schon richtig, aber so ab und zu ein Minion wäre halt schon nicht schlecht. Wir spielen die Torch raus, spielen hier Face, gehen auf ein Effigy als Secret, machen End-Turn an dieser Stelle. Wir hauen ihn schon stark runter, aber ich weiß halt, dass er auch ein Control-Deck spielt. Das heißt, er hat auf jeden Fall Reno dabei. Dadurch, dass er auf jeden Fall Reno dabei hat und einen... Na, fuck. Der ist natürlich uncool. Können wir den wegmachen, außer mit dem Blast Crystal Potion? Polymorph will ich hier eigentlich nicht einsetzen. Wir benutzen den Blast Crystal Potion an dieser Stelle.
Und machen Ping in die Face. Gut, Card Draw wäre vielleicht in diesem Deck auch nicht gerade das Schlechteste, obwohl ich sagen muss, dass ich mit meinen Karten eigentlich sehr, sehr zufrieden bin. Ah, Isera. Okay. Mit Isera bin ich fein, mein Freund. Mit Isera bin ich fein, mein Freund. Weißt du nämlich warum, Dude? Ich habe gehört, Isera ist nämlich ein Schaf. Mäh. Und dann machen wir noch. Wenn das Minion da ist, wenn a friendly Minion da ist. Okay, dann machen wir nämlich noch den hier. Rippen damit das komplette Board wieder weg und erschaffen uns damit wieder Board Control. Und wir saven unser Effigy für was Krasseres. Ich meine, wenn wir so ein C'Thun Effigy könnten, liebe Leute. Wäre das schon. Ah, fuck, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass Antoni das jetzt kommt. Aber ich wollte es am Anfang nicht wahrhaben. Deswegen habe ich das auch anders rausgespielt. Ja, dann müssen wir halt mal gucken. Vielleicht kriegen wir jetzt irgendwie Disciple of C'Thun oder sowas. Das reicht schon vollkommen aus, um den Antoni das wegzurippen. Andererseits, Feuerball würde reichen. Firelands Portal würde... Firelands Portal reicht, glaube ich, nicht. Nee. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was Spell Damage macht oder irgendwas, was Antoni das wegrippt. Das heißt also... Kazakus. Ja, wir nehmen Kazakus mit. Na, dann gucken wir mal. Wir nehmen mal einen 10-Cost-Spell als erstes. Gain 6 Health, die 6 Damage, deal 8 Damage. Ja, machen wir 8 Schaden. Summon 3 Friendly, 10 Armor. Ne, wir nehmen das hier dazu. Das ist der Spell, den wir im nächsten Zug machen werden. Und dann nehmen wir noch einen 1-Cost mit. Mit Draw a Card. Ah, fuck, war es falsch. Ich wollte ihn in Sheep verwandeln. War aber jetzt leider nicht so erfolgreich. War aber jetzt leider nicht so erfolgreich, das Ganze. Er kann uns halt jetzt... Theoretisch gesehen könnte er uns jetzt töten im nächsten Zug. Er generiert sich jetzt halt noch mehr Feuerbälle. Wir hätten doch die 10 Armor nehmen sollen. Ja, wir hätten auf jeden Fall die 10 Armor nehmen sollen. Er greift uns hier an, das ist okay. Es triggert hier alles. Eisblock triggert. Haben wir noch irgendwas? Es war ein Missplay meinerseits, liebe Leute. Es war ein starkes Missplay meinerseits, leider. Das bringt uns halt nichts. 9 Damage. 3 Friendly Minions. Ich meine, wenn ich wüsste, dass es jetzt kein Eisblock wäre, da würde ich jetzt einfach so machen, zack. Aber wir haben ja eh verloren, liebe Leute. Wir haben kein wirkliches Ding mehr, was uns hier was bringt. Er geht auf 4 runter. Wir machen hier 2. Aber die triggern ja noch beide durch. 2, 3, well played, aber es ist leider ein Eisblock und da können wir jetzt nichts mehr dagegen machen. Wir haben ein Health noch. Es ist gar kein Ding, es ist ein Reno, Quatsch, kein Reno-Deck, es ist ein Freeze Mage. Interessant auf jeden Fall. Frostbolt. Ob bitte lass irgendwas machen, was mein Hero nicht mehr angreifbar macht. Ach, schade. Wäre schön gewesen, wenn es irgendwie sowas gewesen wäre, was mein Hero nicht mehr angreifbar gemacht hätte. Es gibt ja diesen komischen Ding-Dude, der sich dann immer selber Damage schießt, anstatt den Volver oder sowas, aber da hätte es einen Six-Drop sein müssen. Ja, liebe Leute, leider hat das Deck nicht so gut geklappt. Wir haben 4 Warlock-Klassenkarten angeblich gespielt. Leider hat das Deck nicht so gut geklappt. Es ist sehr, sehr schade. Wir haben halt gegen 2 Decks gespielt, die doch noch ein bisschen stärker sind. Klar, Freeze Mage ist natürlich meiner Meinung nach immer noch eine der coolsten Dinger, alles mögliche. Schade, dass es nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Aber ich denke auf jeden Fall, man könnte hier was mitmachen, wenn man ein bisschen mehr Card Draw reinmacht. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt hier an der Stelle noch eine kleine Änderung in das komplette Deck rein. Und zwar würde ich sagen, wir packen... was packen wir denn raus? Dadurch, dass man halt die C'Thun Engine drin hat, hat man halt die Card Draw Engine nicht mehr wirklich drin. Und das macht das ganze Deck... ein wenig schwächer, würde ich sagen. Wirklich ein wenig schwächer.
Aber auf jeden Fall mal tauschen wir das hier aus, weil Arcane Blast wäre hier auf jeden Fall. Obwohl, die Arcane Missiles haben schon guten Dienst geleistet, muss ich schon sagen. Ja, wir müssen einfach mal gucken, liebe Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt hier mal recht herzlich fürs Zuschauen. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, das Deck hier mal auszuprobieren. Ich meine, probieren geht über studieren. Nicht Übung macht den Meister, aber Übung macht auch den Meister. Aber probieren geht über studieren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Türlü.